Und das ist im Grunde genommen das Einfachste überhaupt. Da schlage ich ein Blatt Papier auf und dann kommen die Sichten da drauf, wie wir gleich sehen werden. Weil die Arbeit, um den Plan zu erstellen, ist jetzt schon fertig. Gut, also ein Plan. Dann haben wir hier die Funktion neuer Plan. Dann kann ich dort die Vorlagen halt auswählen. A3-Format wähle ich jetzt mal und dort tragen wir jetzt den Namen halt ein. Das ist dann der Versuchskörper 1. Wir haben ja noch einen zweiten Versuchskörper, ne? Ich glaube, heute machen wir Überstunden. Ja, das Schriftfeld, das schmeißen wir weg, oder? Machen wir keine Überstunden? Was meinen Sie? Ja, den Knopf hier oben, den kennen Sie, Sichten den Plan platzieren. Den gibt es in der 2014-Version hier als Smart-Tool. Nee, wer ist Smart? Smart. Okay, gut. Und da finden wir jetzt eine Liste aller zurzeit vorhandener Sichten. Und jetzt kann ich für mich entscheiden, was will ich denn eigentlich auf meinen Plan draufsetzen. Und Sie sehen hier oben drauf, das ist hier auch mal die Vorschau. Die kann ich jetzt hier, kann ich auf Platzieren gehen und absetzen. Und jetzt kriege ich halt auch die Beschriftung nochmal einen Haken. Und das kann ich jetzt hier an der Stelle absetzen. Warum taucht jetzt hier Draufsicht automatisch auf? Weil wir hier mit Variablen halt arbeiten, die dann automatisch den Namen dieser Sicht rausschreiben. So. Okay, und so kann ich nacheinander jetzt gucken, diese Sicht, das ist ja meine Ansicht dazu, die platziere ich dann auch, das hat der Oehlenschläger auch gesagt, das Ausrichten, das passiert dann halt automatisiert. Vielleicht möchte ich es aber aus Platzgründen doch so ein bisschen weiter nach links schieben. Ja, und dann kann ich mir das noch raussuchen. Das ist der Schrift hier auch nochmal und dann kommt die Schnittsicht 2, die zweite Schnittsicht. Ja. Was machen wir mit der Visualisierungssicht? Die packen wir auch da drauf. Die kriegen wir jetzt aber nicht einen Haken. Die ist nämlich, hat keinen Maßstab, sondern da muss ich eine Box aufziehen, da wo normalerweise der Schriftkopf sitzt. Schrift das halt auch. Und dann ist es auch Bestandteil unseres Plans. Ja, und da kann ich also ganz normal auch drin navigieren. Ich kann mich da so hinstellen, ja, an der Stelle und kann dort unter Umständen halt auch, gucken wir, welchen wir nehmen, vielleicht diesen Schnitt 2.2 oder nehmen wir mal den Schnitt 3.3 dazu schalten. Sichteigenschaften. Ich schalte aus den 2 die Sichten den Schnitt 3.3 dazu. Ja, und dann kriegt das plötzlich auch eine ganz andere Qualität an dieser Stelle. Ja, hier gehe ich nochmal auf die Bearbeitung hier. Da kann man nämlich die Qualität auch nochmal einstellen. Und ich mache das mal, den Hintergrund mal transparent und dann kann das Ganze dann so aussehen. Ja, vielleicht sollten wir uns dann natürlich auf die andere Seite drehen. Dann sieht das Ganze dann so aus. Ja, und das ist natürlich eine ganz besondere, funktioniert in der 2014-Version leider erst, besondere Art und Weise, wie man A, natürlich also auch das viel anschaulicher darstellen kann, wo schneide ich, wo liegt was und auch für die Diskussion, für die Baustelle ist das natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit zu entscheiden oder zu sehen, das ist Position 1, Position 3 und wie liegt das eigentlich alles. Okay. Gut, das ist jetzt unser fertiger Plan.